Oh, dicker Barsch, dicker Barsch. Fisch, oh nein. Fisch, Fisch. Sieht gut aus. Da haben wir uns was vorgenommen, mein lieber Freund. Herzlich willkommen zur allerersten Folge bei Fishing Impossible. Präsentiert von Fox Rage bin ich zusammen mit einem Fox Rage Teamangler unterwegs auf geheimer Mission, von euch auf die Mission geschickt, in 30 Stunden zu erfüllen. Wir wissen von nichts, wir haben drei Aufgaben zur Wahl. Eine davon müssen wir uns aussuchen und müssen versuchen, diese innerhalb dieser 30 Stunden zu erfüllen. Ich begrüße heute ganz recht herzlich Jan Schofs an meiner Seite, der mich auf dieser Fox Rage Fishing Impossible Mission unterstützen wird. Und ich freue mich riesig. Jan, herzlich willkommen zu Fishing Impossible. Wir wissen überhaupt nicht, was uns erwartet. Genau. Und, wir haben tiefsten Winter. Ich glaube, da ist nicht alles einfach, aber ich bin absolut nervös auf diese Aufgabe und ich glaube, dir geht's auch so. Ja, ich bin aufgeregt auf jeden Fall, aber also dadurch, dass es ja mit Raubfischangeln offensichtlich zu tun hat, hoffentlich, denke ich, bin ich, glaube ich, schon mit deiner Unterstützung guter Dinge, dass wir das schaffen können. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal und gucken uns die Missionen an. Ich bin echt ein bisschen aufgeregt. Genau, aufgeregt. Okay. Jan, hier kommen unsere drei Aufgaben. Ich würde dich bitten, den Umschlag mal zu öffnen. Okay. Und vorzulesen, was da drin steht. Ich lese schon Fliegenroute. Nicht dein Ernst? Ja, sicher. Ach, Scheiße. Ja, dann lies mal laut vor, bitte. Vorschlag 1, Christian F. Fang ein Zander mit der Fliegenroute und fliege, streamer als Köder. Vorschlag 2, Peter P. Ich schlage die Fox Rage Voyager Camo Measure Challenge vor. Puh. Da kannst du mal was zu sagen. Was ist das? Ja, das ist eine faltbare Scale, die bis 140 cm geht bei uns. Ach so, okay. Mhm. Okay, und je 140 cm Barsch, Zander und Hecht. Also, okay, ach, okay. Das ist hart. Ich habe aber den Vorschlag 3 auch schon mal eben vorgelesen oder mir eben angeguckt und der ist auch hart. Okay, sag mal bitte. Ja, bitte. Ja, knacke in 2 Tagen alle 3 YPC-Rekorde. Und wenn wir uns da recht erinnern, da sind verdammt fette Barsch oder ein verdammt fetter Barsch ist rausgekommen. Die aktuellen YPC-Rekordfische sind 111 cm Hecht von Herbert Ziereis, 81 cm Zander von Frédéric Julien und 51,5 cm Barsch von Marc Pchakowski. Alter Falter. Okay, hier steht noch was. Wählt einen der drei Vorschläge aus. Solltet ihr Fishing Impossible erwartungsgemäß nicht schaffen, gewinnt der oder diejenige von dem oder von der Vorschlag kam, Tackle im Wert von über 500 Euro. Solltet ihr das Unmögliche jedoch packen, geht der oder die Zuschauerin leer aus und in der Folgesendung wird um Tackle im Wert von 1000 Euro geangelt. Wow, das ist krass. Also ja, die Fliegen-Challenge, hast du gesagt, ist machbar, halte ich eigentlich genau auch so für machbar. Ich bin jetzt nicht der Fliegenfischer-Profi, aber ich kann wohl mit einer Fliege gerade auswerfen. Das einzige Problem und die Gefahr ist im Moment, dass es sehr windig ist. Und jetzt sind wir echt bei den beiden, sind wir eigentlich bei den beiden auf einem Niveau, genau, wow. Auf einem Niveau, was uns beide interessiert. Aber ich möchte da nicht entscheiden. Das war mir klar, das war mir klar. Ja, ja. Ja, entweder die 104 cm Fang, jeder Fischart, Barsch, Zander, Hecht. Oder die YPC-Rekorde. Die natürlich brutal. Also, die YPC-Rekorde sind krass, ich weiß aber nicht, was einfacher ist. Also entweder Menge, also entweder Masse oder Klasse. Hecht 111 cm würde ich sagen, ist möglich. Gerade in dieser Jahreszeit, das kann man schaffen. 81er Zander, weiß ich nicht. Da hätte ich jetzt ad hoc keinen Spot für. 51,5er Barsch. Ja. Hätte ich fast, würde ich fast sagen, ist einfacher als der 81er. Gibt es eine Garantie für den Barsch? Dann ich gebe keine Garantie, aber wir haben 30 Stunden Zeit. Wenn wir es schaffen, einen 111er und einen 81er Zander irgendwo zu fangen und vielleicht morgen im Morgengrauen mit dem Boot den ganzen Tag auf einen großen Barsch zu angeln, würde ich fast sagen, wir schaffen das. Dann machen wir das. Wollen wir das probieren? Dann machen wir das. Ey, das ist wirklich eine Mission Impossible eigentlich. Also ganz ehrlich, jeder, der das lesen würde, würde sofort sagen, also einen Fisch gezielt von dieser Größe an einem Tag zu fangen, ist schon eine geile Hausnummer. Ja. Und die Krönung ist ja
die Kirsche, die fette Kirsche. Die fette die Kirsche ist die Krönung, aber die ist machbar. Ich würde sagen, wir nehmen Nummer 3. Ja, ich habe schon gehört, dass du verrückt bist. Ja, das ist gut. Dann sind wir schon zu zweit. Also, ganz kurz dazu. Genau. Lieber Arthur Perch, du hast uns tief in den Schlamassel getrieben. Wir haben uns dazu committed, entschieden, diese Aufgabe anzunehmen, die Herausforderung anzunehmen und die Mission zu erfüllen. 30 Stunden Zeit ab dem ersten Wurf. Ich würde sagen, wir bereiten uns jetzt erstmal vor. Wir müssen jetzt erstmal Tackle checken. Wir müssen gucken, was wir brauchen, wo wir angeln können. Wo wir hinfahren, das wird das genau, Wichtigste sein. Ob jetzt. Wir vom Ufer vom Boot angeln. Wir müssen jetzt erstmal einen Riesenplan machen. Und dann müssen wir gucken, wann wir losfahren, wohin wir fahren. Und dann haben wir 30 Stunden ab dem ersten Wurf. Aber Jan, ich freue mich. Es wird super krass. Boah, aber wirklich. Was denn? Was ist das denn? Noch eine Aufgabe. Wie noch eine Aufgabe? Für euch heute oder für uns? Für euch. Hä? Ach du Scheiße. Ist ja nicht schwer genug alles, ne? Was ist das für eine Aufgabe? Spiel das Video ab. Hallo Jan, hallo Enrico. Erstmal viel Spaß beim Auswählen der Mission. Es sind wirklich drei fast unmögliche Aufgaben, die euch da gestellt worden sind. Da erstmal viel Spaß bei der Qual der Wahl. Und ich mache es euch nicht leichter, denn zu diesen drei Optionen, von denen ihr eine auswählen müsst, kommt jetzt auch noch eine Pflichtaufgabe hinzu. Das möchte ich ganz kurz erklären. Wir haben unendlich viele Kommentare bekommen, auch wirklich viele coole. Und eine ist mir besonders ins Auge gestochen. Und zwar folgende von Rügenfischer. Den kenne ich tatsächlich auch persönlich, Christian aus Magdeburg. Zumindest hat er da früher mal gewohnt. Ich weiß nicht, ob er da noch wohnt. Hat auch relativ viele Likes bekommen, dieser Kommentar. Und zwar hat er Folgendes geschrieben. Einen bundesweiten Gewässerpflegeeinsatz initiieren mit dem Ziel, 50 Tonnen Müll und Schrott aus den Gewässern zu holen. Reichweite mal nutzen für soziale Projekte. So einen Kommentar wollen wir natürlich nicht ignorieren. Halte ich für eine sehr, sehr gute Idee. Ob es jetzt 50 Tonnen werden, das ist ja schwer zu sagen und wahrscheinlich auch schwer zu ermitteln. Und ich finde auch nicht so wichtig, dass es aus den Gewässern kommt, sondern es wäre auch schon schön, wenn es einfach vom Angelplatz kommt, also vom Ufer. Das ist beides okay. Ihr kriegt die Pflichtaufgabe, mindestens eine Einkaufstüte voll zu machen innerhalb der zwei Angeltage, die ihr habt, mit Müll vom Angelplatz, aus dem Wasser, vom Ufer, völlig egal. Hauptsache, die Tüte ist am Ende der zwei Tage komplett voll. Und natürlich möchten wir auch so viele Nachahmer wie möglich anregen, da mitzumachen. Und deswegen haben wir uns gemeinsam mit Fox Rage eine schöne Challenge überlegt. Dazu findet ihr einen Link unten in der Videobeschreibung. Es gibt fette Preise zu gewinnen. Das Ganze geht über einen langen Zeitraum. Jeder kann mitmachen, jeder kann helfen, die Spots und die Gewässer in Deutschland ein kleines bisschen sauberer wieder zu machen. Und ja, euch beiden jetzt erstmal viel Erfolg bei Fishing Impossible. Okay, ja. Das heißt, zusätzlich zum Angeln brauchen wir erstmal ein paar Mülltüten. Naja, ich würde sagen, eine Mülltüte reicht erstmal. Ich glaube, ich habe sogar irgendwo, ja, ansonsten kann man sich die auch besorgen, ne? Einen blauen Sack oder so. Aber eine Aufgabe, die man doch dann gerne mitmacht, ja. Mitnimmt, auf jeden Fall. Doch, klar. Alles gut, dann machen wir das auch. Cool. Also nicht nach Rügen. Nicht nach Rügen, wir müssen zum Glück nicht nach Rügen, nein. Nur Müllsack. Rügenfischer. Also, ja. Ich krieg dich. Nein. Da haben wir uns was vorgenommen, mein lieber Freund. So, eine Hecht, eine Zander. Ein Hecht, ein Zander. Ein Hecht, ein Zander ist nicht so wild, aber ein 1,11 und ein 1,80er. Seid doch mal entspannt. Guck mal, Beifahrerseite unterm Sitz, da ist eine Tüte drin.
Die blaue Mülltüte hier oben oder die braune? Da unten drunter, unterm Sitz. Ah. Das? Nee. Ja. Das ist ein neuer. Müsste eine Tüte sein, oder? Ja, ja. Wir müssen aufpassen, dass die uns nicht wegfliegt. Ja, und was für ein Ding hier? Mit dem Wind. So, first one. Sehr gut. First one. Bin schon ansehnlich voll, das Ding. Ah, ich habe auch noch was. Aber da müssen wir auch erstmal anfangen zu angeln. Ja. Dank Toni komme ich noch an meine Kilometer dann heute. Also, der Timer des Referees, des inoffiziellen Referees, ist auf 30 Stunden gestellt und ich klicke jetzt auf Start und den Rest haben wir in den Händen von Tim, der uns zwischendurch mal, also der Kameramann, der uns zwischendurch mal ein Update gibt, wie lange wir noch haben. Wir haben jetzt schon 10 Sekunden verplempert. Ja, dann hör auf zu reden. Genau, also ich übergebe das Handy und wir machen los. Scheiß an. Also ich muss ja sagen, natürlich frisst die Zusatzaufgabe Zeit, aber sowas kann man einfach nicht am Wasser liegen lassen. Das ist auch echt, das ist eine Katastrophe. Also hier verfangen sich Tiere drin, Wasservögel oder irgendwelche anderen Tiere. Das ist echt scheiße. Nehmt euren Müll mit, Leute. Osterkekse. Oster. Also, da muss ich mein Statement auch mal zu abgeben. Das ist ganz klar, dass das von Anglern kommt. Ne? Dosenmais, Futterpapiere und etc. Und das dann schön drapiert da hinten in den Busch. Also unter aller Sau. Schlimmer geht's gar nicht. Ja, der erste Abschnitt für heute hat einmal genau gar nichts gebracht. Außer eine ganze Menge Müll. Tja, müssen wir mal gucken. Ist auf jeden Fall, das Ziel ist ambitioniert, das steht außer Frage. Ja, du hast doch noch was verloren. ja. Genau. Heute Morgen noch schnell vorm Angeln einen weggehauen. Die Zusatzaufgabe ist zu schaffen auf jeden Fall. Die ist zu schaffen. Gefühlt? Den Sack voll, nicht zu, aber voll. Gefühlt, was haben wir an Zeit verbraucht? Kann ich dir sagen. Viertel nach 10 haben wir gestartet. Viertel nach 11. Eine Stunde haben wir schon. 29 Stunden noch, mein Freund. Ja. Und schon oh echt. Nein! Schon echt. Oh. Schön echt. Mann. Ah, der war schön. Der war schön. Aber kein 1,11 Meter. Ja, glaube ich nicht. Aber war schöner Fisch. Schöner Fisch. Alter Mann, kein Dezo. Jetzt für eine Tüte rausziehst. Nee. So, wir müssen direkt Tüte hochpumpen, ne? Das ist ein Hecht. Naja, wenn die Hechte beißen. Oh. Schneider. Der Bann ist gebrochen erstmal. Also es wird knapp mit den 1,11 Meter. Er sieht wunderschön aus. Aber auf das Scale brauchen wir nicht legen. Doch. Ja?
Ja, weißt du, was ich mir... Achso, du willst diese 1,40 Meter. Weißt du, was ich mir überlegt habe? Dass wir mindestens versuchen, die andere Mission zu erfüllen. Wenn wir schon die eine nicht schaffen, dann sollten wir zumindest messen, ob wir nicht vielleicht am Ende die eine Mission erfüllt hätten. Vielleicht wäre diese Mission ein bisschen spannender gewesen. Ja, du, warte mal ab, du. Schöner Moppel. Ich habe ja dieses Scale dabei, tatsächlich. Na, guck mal, der hätte 70, genau. Brauchen wir tatsächlich noch einen. Guck mal da, genau an der 70 dran. Ein Stück über 70. Erster Fisch ist gelandet, das ist auf jeden Fall gut für die Motivation. Jetzt hoffen wir, dass die nächsten kommen und ein bisschen größer werden. 70 cm ist natürlich nicht annähernd 1,11 Meter, aber trotzdem ein sehr, sehr schöner Fisch. Den ich eben verloren hatte, der war noch ein bisschen größer, aber die hingen auch beide knapp. Also auch der war sofort los im Kescher und der geht jetzt auch schnell zurück. Ja, Spot Nummer 3 für heute und man muss sagen, doch mit einer recht mageren Ausbeute bis jetzt, weil diese drei Traumfische, die da im Raum stehen zu fangen, die sind natürlich in weiter Ferne noch, muss man sagen. Also nicht mal der 70er Hecht ist annähernd so groß, wie wir ihn fangen müssten, um die Mission zu erfüllen. Wir haben eine Planänderung, oder? Wir haben eine Planänderung und jetzt noch im dritten Spot, wie gesagt, hat Enrico schon gesagt, kam nur ein Hecht und deswegen wollen wir jetzt mal drastische Maßnahmen ergreifen. Genau. Erstmal teilen wir uns auf. Ja. Der eine fährt nach Hause ein Boot holen, da bin ich. Genau, weil wir haben uns jetzt doch dazu entschlossen, dass Jan sein Boot holt. Vom Ufer verlieren wir A, sehr viel Zeit und sind dann B, auch nicht flexibel, weil wir halt die Wege dann entweder zu Fuß machen müssen oder mit dem Auto die Spotwechsel machen. Deswegen, Jan holt jetzt das Boot und ich werde so lange weiter angeln. Wir haben uns auf einen Spot verständigt, wo ich jetzt mal ausprobiere. Und in der Zwischenzeit, wo er das Boot holt, können wir uns dann da mal so ein bisschen austoben. Mal gucken, vielleicht steht ja doch irgendwo noch ein Ausnahmefisch. Und dann machen wir den Rest des Tages und vielleicht sogar den Abend auch mit dem Boot. Genau, genau. So wird es gemacht. Ja. Alles klar. Dann freue ich mich drauf. Ich gebe Gas. Stündchen brauche ich. Ich auch. Und dann mal schauen. Mal schauen. Du musst liefern. Ja, ja, natürlich, ich du musst immer liefern. Ja, ich danke schön. Während Jan sein Boot holt, verrate ich euch, um welches Tackle im Gesamtwert von 500 Euro gespielt wird. Los geht es mit einer Top-Baitcaster-Rolle, der Loose Speed Spool LFS und einem praktischen Teleskop-Kescher, dem Street Fighter Carbon StreetNet, das sich bis auf 3,70 Meter Länge ausfahren lässt. Dazu kommt der Fox Rage, Large Voyager und diese stylische Angeltasche haben wir natürlich mit einigen praktischen, unfängigen Produkten für euch gefüllt. Neben vier nützlichen Tools sowie einem Spinnerbait und Chatterbait von Fox Rage findet ihr außerdem eine tolle Auswahl an US-amerikanischen Striking-Ködern im Paket. Mit diesen Softbaits, Hardbaits und Metallködern wurden in den USA schon etliche Raubfischturniere gewonnen. Seit ein paar Wochen geht es jetzt endlich auch den europäischen Räubern an den Kragen. Sollten Jan und ich die vom Follower Arthur Perch gestellte Mission nicht schaffen, geht das gesamte Paket an ihn. Sollten wir das Unmögliche jedoch erreichen und tatsächlich alle YPC-Rekordfische brechen, dann bleibt das Paket im Jackpot und in der nächsten Episode geht es um Tackle im Wert von sage und schreibe 1000 Euro. Schauen wir mal, ob wir vom Boot bessere Karten haben. Jan, du hast jetzt das Boot geholt. Ich hoffe, dass das auf jeden Fall den Richtungswechsel bringt. Zumindest für heute. Was werden wir zuerst machen? Was meinst du? Wir werden jetzt erstmal versuchen, die Zander zu finden, da wir da erstmal einen Anhaltspunkt haben. Mit Methoden, die halt viel Strecke abarbeiten. Irgendwie driften, Longline jiggen, vertikal angeln. Schleppen werden wir nicht. Okay. Oder? Nee, werden wir nicht. Nee. Und wenn wir irgendwo einen Anhaltspunkt haben, anhand Bilder vom Echolot oder natürlich dann Bisse, wenn wir da dann aktiv dann halt fischen, ne? Versuchen okay. zu werfen und oder vertikal zu angeln. Okay, ne? Super. So ist der Plan. Und dann versuchen wir den Dick rauszuholen und dann die anderen Dicken. Alles klar. Ja. Wenn du dann den Regen noch abstellen könntest, wäre super. Ja, das liegt nicht in meiner Hand. Ah ja, schade. Ne? Gut, alles klar. Dann legen wir los. Dann machen wir.
Fisch! Ja, sauber. Richtig Kaktus. Ist Fischer? Ja, noch gerne 81, den kannst du so nehmen, oder? Das ist auf jeden Fall ein Indiz. Und ohne den Stinger hätte der nicht gehangen. Also der Biss war auch extrem spitz. Nur so tick, so ein Anfasser. Genau wie vorhin auch bei den Hechten. Also da auch hier am Stinger lange gehalten, muss ich sagen. Das heißt, der Biss kam erst in einer langen Halteperiode. Ich animiere den Köder so und lasse den sehr, sehr lange in der Schwebe und setze ihn dann aktiv wieder ab. Ganz cooler Fisch. Ich will trotzdem wissen, wie groß der ist. Ah, 47. Ja. Bei 50er, dann haben wir die 140. Perfekt. Petri. Herzlichen Dank. Jetzt sind wir seit, ich denke, einer guten Stunde auf dem Fluss. Vielleicht sogar seit fast 2 Stunden. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe das Zeitgefühl verloren, weil es hat, ich glaube, 1 Stunde lang Vollfeuer durchgeregnet. Ich bin durch. Also ich bin, denke ich, bis auf Unterhose durch. Und da ist der Fisch. Das ist super. Boden, das ist kein schlechter. Ah, kein großer. Ah ja. Egal. Aber ein Zander. Oh, und auch voll weggenagelt. Voll weggenagelt. Ne? Der Biss war super, ey. Eben die Bisse kamen so ganz, ganz spitz. Macht natürlich Bock, aber wir sind noch weit weg von den 80 cm. Ja. Was sagt der Containerschiff hinter uns? Jo, ja, das sagt, wir sollten mal wegfahren. Aber... Zange? Ne, der ist schon frei, der hängt nur im Gummi. Zack. Na, der hat 54. Ja. Also wir sind hier mit ziemlich natürlichen Farben unterwegs, ne? Hier die Real Roach und das ist ja Hot Olive, eure Klassikerfarbe von Fox. Ne? Genau, als Slickshit und ja, das ist das, was wir jetzt schon rausgefunden haben, was die Fische wollen. Genau, relativ und schlanke Köder mit ein bisschen hochfrequenter Aktion hinten. Ne? Und die Tiefe haben wir auch rausgefunden, deswegen, ich würde jetzt direkt, sobald der Containerschiff wieder weg ist, gehen wir nochmal dran. Alles klar, so sieht's aus. Ja, ich mache immer gerne Show, aber der ist nicht schlecht. Lass mir eben den Kescher hinlegen. Der ist nicht schlecht, ja. Man muss sich ja mit kleinen Sachen zufrieden geben. Da kam der zweite für mich. Ich denke, 82, 83 wird er haben, oder? Zander ist abgehakt. Ja, eigentlich quasi der zweite Fehlbiss. Oder der zweite Biss oder Versuch von dem Fisch. Der erst einmal einen ganz kleinen Rucken. Ja, der zweite war auch nicht viel besser, aber der hing dann am Stinger. Danke dir. Auch ein schöner Kollege. Ja, auch so Mitte 50. Ja. Schöner Fisch. Ja, ja. Schöner Fisch. Schöner Fisch. Darf natürlich sofort wieder rein. Zack, weg ist er. Aber der große fehlt. Der große fehlt. Ja, mal sehen. Ja. Mal sehen. Wir sind auf jeden Fall auf den Zandern auf der Spur im wahrsten Sinne. Oder in der Spur der Zander, kann man auch das sagen. Das stimmt, aber wir müssen gleich noch mal eben ein bisschen überlegen. Ja. Wollen wir uns jetzt hier noch weiter aufhalten? Weil wir wissen, wir würden jetzt hier vielleicht noch mehr Fische fangen. Aber wir wollen ja einen großen. Aber wollen wir uns so verzetteln? Wir können uns hier auch schnell verzetteln, dass hier vielleicht wirklich nur kleine sitzen. Ne? Deswegen, wir probieren das jetzt mal, vielleicht noch eine Drift und dann gucken wir mal, dass wir was anderes machen. Da darf natürlich nicht falsch verstanden werden. Ne? Wir finden die Fische cool. Ja, aber, nein, das ist ja auch so. Aber wir haben ja eine Mission zu erfüllen. Ja, richtig. Ne? Ja, wir sind die letzte Drift jetzt quasi gerade erst angefangen. Jetzt driften wir erstmal noch weiter runter und dann überlegen wir. Genau so. Thank you.
ich dir doch sag. Oh, dann machst du mal. Tja. Ja. Mal wieder einen verhaftet. Ja, auch wieder die gleiche Größe. Ja. Vielleicht sollten wir uns überlegen, was anderes zu machen. Leider ja, ne? Leider ja. Was sagt denn deine Erfahrung mit der Größenordnung? Sitzt den Großen zwischen den Kleinen? Ja, manchmal oder? Schon, das ist klar. Aber ich kenne das Gewässer hier nicht so gut. Also man muss schon sagen, im Normalfall hast du es schon manchmal so, dass die Kleinen mit den Großen zusammenhocken. Ja. Aber ich weiß nicht, wie es an der Maas ist. Also erfahrungsgemäß würde ich sagen... Bei uns an der Weser ist es nicht so. Okay. Also bei uns in den Weserstrecken ist es nicht so. Da hast du eigentlich oftmals die großen Fische, die entweder später kommen, also dann sind die Kleinen weg oder die Mittelgroßen, die sind dann weg und dann kommen irgendwann die Großen. Ja. Oder du hast die Großen schon immer punktuell in den gleichen Ecken. Und da fängst du aber dann oft keinen Kleinen. Ja. Ich denke hier aber auch, dass hier jetzt die flachen, dann in den flachen Regionen, dass wir da halt die besseren Zander kriegen könnten halt. Ne? Aber ich denke, da werden wir nicht viele kriegen. Wenn wir einen bekommen, dann müsste dann so ein größerer sein. Tja, wollen wir es probieren? Ich würde es ausprobieren. Und dann schmeißen. Was meinst du, Hafeneinfahrten? Oder Hafeneinfahrten, Seeeinfahrten? Schleuse, Hafeneinfahrt, Seeeinfahrten, Altarme. Irgendwie so was. Dann machen wir das. Also Sporthopping. Komm. Endlich wieder werfen, Enrico. Ich sag's dir. Der hat ganz komisch. Ja, Zander, Junge. Messer. Hat zweimal gepackt, einmal kurz angetickt, dann habe ich hoch, bam, kam er nochmal. Mann. Ah, wir nähern uns, aber es ist noch lange nicht da, wo es hin soll. Ist egal, das macht auf jeden Fall Fun, ey. Puh. Schön. Wieder auf. Fast waren die Hände warm. Wieder auf Hot Olive. Ja, ich habe jetzt auch auf die Farbe gewechselt, weil ich den auch mit 15 Gramm bebleit hatte, also geil. Zum Werfen einfach besser. Ja, also Farbe steht auf jeden Fall. Ja, Farbe geht, ja. Und wie viel habe ich davon mit? Genau ein. Ja, ich habe glaube ich zwei dabei. Tu mal nah ran und dann hat der 81. Nee, der hat keine 81, leider. Aber trotzdem, sehr, sehr schöner Schön. Fisch. Also. Ja, der könnte die 60 haben, ne? 56. Ja, die 1,40 haben wir. Locker. Ganz locker. Ich kann die auch gar nicht mehr festhalten. Meine Hände sind so kalt. Unglaublich. Ich habe einen nassen Arsch. Mir ist eiskalt. Meine Hände sind Eisblöcke. Und ich bin todmüde. Ah. Und wir haben hängst du meine Schnur? Perfekt. Wir haben jetzt immer wieder überall hier um uns herum springen die Weißfische und auch richtig große Brassen. Und wie ihr auf dem Echolot gesehen habt vielleicht, überall ist permanent irgendwo Aktivität und richtig gute Sicheln zu sehen sind natürlich sehr wahrscheinlich Brassen. Aber wir sind der Meinung, da wo so viele, vor allem sind da verdammt viele Brassen, sich herumtollen, da muss auch ein Räuber sein. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir jetzt auch hier auf diesem Spot bleiben. Und auch bis ins Dunkle fischen. Ich bin jetzt schon dran mit einem recht druckvollen Köder, der auch sehr, sehr grell ist, also mit einem Perch als Thunder Pro Shad, der richtig Rabatz macht. Und damit versuche ich jetzt schon mal den einen oder anderen Räuber aus der Reserve zu locken, der vielleicht hinter diesem Brassen hinterher ist. Und da sehen wir jetzt wieder auf dem Echolot, da kommen die nächsten wieder und wir haben auch immer wieder diese Brassen. Immer wieder diese. Das war ein Biss, aber. Irgendwas passiert. Irgendwas passiert. Das war liegt auf jeden Fall in der Luft. Diesmal ist es kein Regen. Fisch! Fisch! Fisch!
Fisch. Ich hab irgendwas. Weiß nicht, was das ist. Aber es ist ein Räuber. Es ist ein Zander. Es ist ein Zander. Also auch hier sind wir richtig flach. Und unsere Vermutung. Unsere Vermutung ist vollkommen korrekt, dass auch Zander flach sitzen. Noch nicht der erwünschte, aber schon ein bisschen erleichtert wieder. Ja, aber auch gar kein allzu kleiner. Wir sind ja verwöhnt, aber jetzt sehen wir, warum wir die nicht kriegen, Enrico. Ah. Ne? Legen sich drauf, wa? Legen sich drauf. Deswegen, es sind keine, also hier sind definitiv auch Brassen unterwegs. Aber es sind keine Schnurschwimmer, es sind Zander, die sich drauflegen wollen. Ne? Passiert im Winter öfters. Und aber jetzt haben wir die Hoffnung, wenn es dunkel wird, dass genau diese Jungs auch öfters draufknallen und natürlich auch vielleicht die dicke Mutti mitbringen. Erster Wurf mit Hotöl. Hotte Olef. Heiser. Der ist schön. Wow! Jetzt geht's rund. Ah, Mann, ist geil. Top. Wirklich klasse. Sauber, Mann. Ich rüste direkt nach. Wie ihr schon öfters gesehen habt bei mir, zumindest in meinen Clips, ich knote meine Köder immer an. Ohne Sting, ohne Wirbel. Mit dem Stinger fest. 60er Fluorocarbon. Falls mal ein Hecht kommt, habe ich da ein bisschen Puffer. Weiter geht's. Fisch! Fisch, jetzt, ey, ich will auch noch. Wieder ein Zander, hier gleiche Güte. Schön, Petri! Oh, sind die gallig. Aber das ist es, den ganzen Tag ziemlich spitz gebissen. Und jetzt rammeln sie voll rein. Auch das wieder ein ganz, ganz schöner Fisch. Ja, leider, leider nicht groß, aber jetzt fängt es ja erst an, interessant zu werden. Ha, guck mal, ich kann auch wieder Müll sammeln. Wunderbar. Tütchen hier. Hab eine Rosentasche. Aber morgen früh den Sack nochmal voll. Fisch. Oh, boah, hast du den Biss gesehen? Gib es doch nicht. Hast du den Biss gesehen? Leck mich am Alter. Oh, war das ein Biss. Oh. Oh. Oh, der Bock gut. Ah. Sehr leichte Rute. Die ist dann natürlich krumm, aber es läuft. Danke dir. Gerne. Der flach gebissen? Oh, ja, einen Meter oder einen halben Meter hinter dem Pfeiler. Ja, ne? Ja. Auch schön genommen. Etwas kleiner. Oh ja, trotzdem schön. Wunderbar, ich freue mich. Also Stückzahl sind wir nicht schlecht. Also wir hätten auf jeden Fall eine andere Challenge machen sollen. Auch wieder selbe Größe. Auch dafür danke. Aber hier muss irgendwann besser kommen. Ja, klar. Hier kommt irgendwann besser. Nummer 61. Ach, schön. Da ist er. Weg ist er. Noch nicht. Sieht gut aus. Ah, ein Rapfen. Rapfen? Ja. Ah. Ja, der hat 80. Ich meine, ich freue mich, aber irgendwie auch nicht. Komm, nicht aufgeben. Schöner Fisch. Der. Oh, ich hatte auch gerade direkt einen Biss gehabt. Oh. Schön's hier. Boah. Schön's hier. Guck mal, wie fett der ist.
Also beim Rapfen niemals einen Kiemengriff machen, bitte. Nur das als Tipp, weil das reißt sofort aus. Ein Wahnsinnsfisch. So, der geht jetzt schnell zurück. Ja. Etwas ungehobelt, muss man sagen, aber naja. Ja, hier auf den Flachläufer von Salmo. Rattling Sting. Geiles Ding auf jeden Fall, muss man sagen. Also gerade hier fürs Flachwasser hat er richtig gerappelt. Ich habe eben schon mal einen Fisch verloren. Das war allerdings ein Zander. Das hat man schon gemerkt. Weil er sich einfach nur so reingehängt hat. Und das war jetzt ein richtiger Biss. Also da hat er richtig reingebämst. Ja, das ist halt bei Rapfen häufig so. So eine Aufgabe überschattet so einen Angeltag, ne? Das ist schade eigentlich. Oh, super, super Angeltag eigentlich. Ja klar, aber Aufgabe sind wir noch nie, lang noch nicht dran. Nee. Lange noch nicht. Aber ich sag mal, wenn wir morgen nochmal so viele Fische fangen, ist ja doch scheißegal, oder? Deswegen ja. Würde ich sagen, wir machen für heute Schluss. Ja. Legen uns ein paar Stunden aufs Ohr. Mission ist noch nicht erfüllt, nee, aber im Angeln kann alles passieren, jederzeit. Das ist tatsächlich so. Ich erinnere mich an Frédéric Julien im YouTube Predator Cup, der am ersten Tag Schneider war und am zweiten, glaube ich, Gruppenerster noch geworden ist. Also ja, mit dem Zander, den wir jetzt knacken müssen. Genau, oder? Sogar mit dem Zander, den wir jetzt knacken müssten. Ja. Mal sehen, wer weiß. Wir machen uns nachher mal einen Plan in Ruhe und dann gucken wir mal, ob wir nicht doch das ein oder andere Wunder von Holland erleben können. Jan, ja. In alter Frische sozusagen, ja. Tag 2 der Mission, fängt eigentlich so an, wie er gestern aufgehört hat, zumindest vom Wetter, vom Beißverhalten hoffe ich es auch, muss man sagen. Was machen wir heute? Ja, da du mir wieder vertraust, sind wir wieder zum Mars gefahren und alles andere hätte jetzt keinen Sinn. Wir hatten ja überlegt, zum Rheindelta zu fahren, genau. Nur bei dem Wind, das wäre nicht nur unangenehm, sondern wäre auch gefährlich. Genau. Ne? Wäre auch gefährlich. Und deswegen haben wir gesagt, wir bleiben hier, ein Stück weiter auf dem Mars, aber wir bleiben auf dem Mars. Da versuchen wir jetzt eben doch nochmal kurz auf den Zander, vielleicht ein Glücksfall natürlich auch im Dunkeln ein Hecht an der Kante zu kriegen. Ja. Und sobald die Sonne da ist, Sonne, Anführungszeichen, es soll ja tatsächlich, naja, vielleicht ein bisschen schöner werden. Sobald es heller wird, meinst du? Heller wird, dann versuchen wir dann den Barsch. So machen wir das. Da verlasse ich mich dann auf dich. Wir versuchen die Mission natürlich immer noch zu schaffen. Wir haben jetzt noch 10 Stunden Angelzeit. Deswegen würde ich sagen, wir beeilen uns jetzt und dann geht's los. Machen wir. Ja, sowas habe ich auch noch nicht erlebt, dass wir auf einem relativ kleinen Fluss, also wir sind jetzt hier nicht auf dem Rhein oder auf irgendwie der Elbe, wir sind auf der Maas und das ist eigentlich ein relativ kleiner Fluss. Das habe ich noch nicht erlebt, dass man hier solche Wellen tatsächlich hat. Wir haben jetzt umgedreht, weil es einfach keinen Sinn macht, hier noch weiter durch die Wellen zu brettern. Tja, die einzige Alternative, die uns jetzt bleibt, wenn wir noch Hechte oder Barsche fangen wollen, ist tatsächlich in irgendeinen geschützteren Seebereich zu gehen und eventuell schaffen wir das. Ich weiß es aber nicht, ob das jetzt Sinn macht, hier bei der Welle auf dem Fluss zu bleiben. Ist das unfischbar. Spielt uns natürlich nicht in die Karten das Wetter heute, aber das Wetter kann man sich immer nicht aussuchen. Jetzt müssen wir das Beste draus machen. Und ihr seht es vielleicht, ich bin ordentlich nass. Regen von oben, Welle von der Seite, herrlich. Ja, wir sind schon beim Plan B, wie gerade Enrico schon gezeigt hat und gesagt hat, draußen auf dem Mars ist überhaupt nicht dran zu denken, angeln zu können. Und auch mittlerweile so viel Wasser im Boot drin, funktioniert einfach nicht. Wir sind jetzt hier auf dem See und versuchen hinter den Inseln, um uns halt einfach ein bisschen vom Wind zu schützen, ein bisschen auf Barsch zu angeln, vielleicht kriegen wir die Chance auf ein Hecht. Aber auch hier haben wir ganz kleine Felder nur, wo ein bisschen Windschatten ist und der Wind dreht auch permanent. Ich bin jetzt gerade dran, mit so einem kleinen Wurm einfach über den Boden zu kratzen. Enrico, wie ich gesehen habe, macht mit Carolina Rig
ja, versuchen wir mal hier alles mal, das ganze Spektrum abzuangeln und mal versuchen, einen Barsch zu kriegen. Oder den einen 51er Barsch natürlich. Ne? Ich habe noch nicht aufgegeben. Bei Enrico sieht es, glaube ich, ein bisschen anders aus. Er ist zerstört, glaube ich. Keineswegs. Ich bin nur etwas gelähmt, weil meine Hände wirklich so kalt sind, dass ich eben, also für einen Knoten, den ich sonst in 7 Sekunden mache, habe ich, glaube ich, 70 Sekunden gebraucht. Man muss schon sagen, Angeln ist zwar eine geile Angelegenheit, aber unter manchen Voraussetzungen... Fisch! Richtig guter Fisch! Boah, dicker Barsch! Alter! Oh. Ja! Ja, Mann! Sauber! So, fertig! Hat 52 Alter. Knapp, aber das ist ein guter Fisch. Schöne Murmel, ne? Schöne Murmel. Ah ja, toller Schöner Fisch. Schöner 40er. 40 hat er, ne? Ja. Na, der hat ein bisschen mehr. Der hat ein bisschen mehr als 40. Ich denke so 43, 44. 51,5. Ja, Mann. Hier ist die 41. Ja, 41,5, 42 so. 41,5 sagen wir. Ja, es fehlen noch 10 cm. Ich bin erleichtert, aber da sitzt noch mehr auf dem Boden. Das ist der Köder, der jetzt gefangen hat. Unser Wurm von Striking. Mit dem habe ich auch schon vertikal sehr, sehr gute Erfolge gehabt. Und auch am Dropshot oder jetzt aber auch beim Schleifen über dem Boden, natürlich beim geworfenen Stil. Wir haben jetzt hier ganz normalen Wurm und hinten dran haben wir so einen kleinen Schaufelschwanz und der bringt eine sehr, sehr hohe Frequenz und gerade wenn wir über den Boden schleifen, wirbelt der natürlich auch so ein bisschen den losen Boden auf und das finden die Fische anscheinend geil und ja, finde ich sehr geil. Vor allem der Kollege ist hier auch sehr, sehr zäh, also geht nicht so schnell kaputt und da habt ihr lange Spaß dran. Ist auch schön geflavored, genau wie der Koffein-Shit, ne, wenn er da eine Nase nimmt. Sei da wieder hellwach. Barsch. Das ist ein Barsch. Boah. Direkt wieder unterm Boden, ne? Alter, das ist ein Barsch. Nee, das ist ein Hecht. Sicher? Ja. Aber gut reingehämmert. Ja, ein schöner Fisch auch. So, da haben wir die Hecht auch voll. Ja. Haben wir die 1,40 Hecht auch voll. Auf demselben Köder wieder. Ich will auf nicht sagen. Viking Worm. Was möchtest du nicht sagen? Ich will nicht sagen, dass uns vielleicht die falsche Challenge ausgesucht hat. Wir bräuchten jetzt nur noch 2 Barsche, Mann. Ja, Mann. Naja, 2. Ja, also 2 geile Barsche. 3 Barsche, dann hätten wir. Also Zander hätten wir voll mit der anderen Challenge. Ja. Hecht jetzt auch. Jetzt hätten wir die Hechte eigentlich auch voll mit der einen Challenge. Ja. Oder meinst du, er hat 70, aber? Ja, denke ich. Oh, der hat Parasiten im Maul drinne. Ne? Im Maul. Im Maul, guck mal. Ja, 2. Hecht für uns. Ja, hat er 70? Weiß ich nicht, oder? Ah, das könnte ne? knapp werden. Könnte knapp werden, ne? Das könnte knapp werden. Aber wieder auf diesem Wurm. Anscheinend mögen Hechte und Barsche, dass im Moment, dass der Köder über dem Boden gekratzt wird. Und dieser kleine Schwanz, der wirklich Hochfrequenz vibriert, der scheint die Fische aus Reserve zu locken. Man sieht nämlich, der Kollege hatte ja Parasiten im Maul oder immer noch, da sieht man halt, dass die Kollegen sich nicht viel bewegen. Ich glaube nicht, dass er 70 hat. Nee, glaube ich auch nicht. Aber wir sind nah dran. Doch, hat er. Ein Skinny. 74 hier. Ja. Schön. Schönes Tier. Wahnsinn. Sehr schönes gut, Tier. Jan, ich freue mich riesig. Ne? Top. Zack. Geil. Sehr geil, Jan. Mega Klatsch. Sehr, sehr gut. Danke.
irgendwie fangen wir unsere Fische heute wieder. Ja, ja, ja. Aber ein Barsch in der Größe wäre geiler. Ja, natürlich. Den würde ich auch nehmen. Fisch, oh nein! Ah, geil. Das war ein Barsch. Flach? Ja, genau auf der Kante. So, Jan, jetzt wird's nochmal ernst. Ja, befürchte es auch. Jetzt können wir vielleicht noch zumindest die Hechtehre retten, wenn wir nicht wegfliegen. Mann, was eine Katastrophe heute. Ja, aber hier, das soll top Platz. Sieht geil aus. Habe ich gleich schon gesehen. Wohin? Ah, Scheiße, ey. Sucht in der Seite aus. Wird sie hier oder da? Nee, hier auf der anderen Seite. Gut. An dieser Stelle muss ich sagen, reicht es glaube ich für uns. Wir sammeln jetzt auch noch ein bisschen Müll auf. Hier schwimmen auch schon wieder die ein oder anderen Plastikflaschen und Dosen rum. Die nehmen wir jetzt noch mit, damit wir natürlich auch die Mission erfüllen können. Also ein Stück weiter noch, da kriegst du noch Müll. Ja, 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 ja. Jawohl. Der Kescher ist gut. Kescher ist gut. Perfekt, hast du? Top Kescher. Ey, der Kescher ist wirklich geil. Top Kescher. Unfassbar, ne? Ja. Sauerei. Die Zeit ist um. Leider muss man sagen, oder vielleicht sogar zum Glück, das Wetter hat uns heute richtig hart zu schaffen gemacht. Auch wenn es jetzt nicht so aussieht, weil die Sonne scheint, hatten wir heute Sturmböen, Riesenwellen, richtig viel Wasser im Boot. Von unten und von oben, ja. Von der Seite, Hagel. Es war eine Katastrophe vom Wetter her. Trotzdem zusammenfassend gesagt, gestern war ein guter Angeltag. Ja, also es hätte noch mehr Fisch geben können. Ne? Wir haben natürlich noch mal extra auf den Großen abgesehen. Wären wir dran geblieben, hätte man noch mehr Zander gefangen. Aber dafür hat es heute, das Wetter hat den Rahmen gesprengt. Ja, also, das war nicht mehr möglich. Nein. Ein Spot konnten wir abangeln. Nein, das war auch wirklich eigentlich am Ende nicht vernünftig, heute mit dem Boot rauszufahren. Deswegen haben wir zum Schluss nochmal umgeschwenkt, sind an den Polder gegangen. Ich denke, alles in allem haben wir doch insgeheim gehofft, zumindest die Camo Measurement Challenge irgendwie zu schaffen, so um nicht ganz blöd dazustehen. Wir waren ja nicht schlecht. Wir waren nicht schlecht, genau. Schnell die Zander hatten wir. Genau, es hätten 2, 3 Barsche vielleicht gefehlt und dann hätten wir die sogar erreichen können. Am Ende waren wir vielleicht doch zu ambitioniert, aber ich war felsenfest davon überzeugt, dass wir hier gute Fische fangen können. Du kennst das Revier viel besser als ich. Auf jeden Fall, wie gesagt, hat uns das Wetter schon einen riesen Strich durch die Rechnung gemacht. Am Ende muss man sagen, Arthur-Perch, vielen Dank für deine Mission bei Instagram. Du hast 500 € Tackle gewonnen von Fox Rage. Und an dieser Stelle natürlich auch gesagt, vielen Dank für Fox Rage für die tatkräftige Unterstützung bei der Fishing Impossible Mission. Dieses Mal in der ersten Folge mit Jan Schofs. 3 weitere Folgen werden in der ersten Staffel folgen. Und wer der nächste Teamangler oder die nächste Teamanglerin ist, die mich begleitet auf der Fishing Impossible Mission, das werdet ihr natürlich sehen. Bis dahin fleißig den Kanal bei Hecht und Barsch abonnieren, fleißig kommentieren, auch ruhig eure Kommentare zu den nächsten Missionen. Vielleicht habt ihr einen Vorschlag, den wir unglaublich gut finden und in dem Fall auch aufgreifen werden und versuchen werden umzusetzen.
Die Müllaktion war nämlich so eine, die wir jetzt als Pflichtmission machen mussten und sollten. Und wir waren verblüfft, wie viel Müll dabei rumgekommen ist. Deswegen auch an dieser Stelle nochmal, sorgt dafür, dass eure Angelplätze sauber bleiben. Nicht nur für euch, sondern auch für die anderen Angler und natürlich für die Umwelt in erster Linie. Ich würde sagen, wir sind raus. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Jan. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich denke, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass man uns zwei vor der Kamera sieht. Bis dahin würde ich sagen, Petri Heil für euch, bleibt gesund.